Jungfraugeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Monatsorakel, heute für die erste Aprilhälfte. Wir schauen gleich in die Crowley-Tarot-Karten, um eure Grund- und Hauptthemen herauszufiltern. Es geht los mit der Lebensfreude, mit der Lust am Leben. Hier habt ihr die Möglichkeit, euren Dämonen den Gar auszumachen und den Kelch, den heiligen Kelch, den ihr hier seht, zu bergen. Ja? Es geht hier um die Wiedererlangung der Lebensfreude und der Leidenschaft. Was bringt euch denn zum Brennen? Und wir haben den Teufel. Hier ist natürlich die Aufforderung, Vorsicht vor Versuchung, aber auch das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Also im Crowley-Tarot sagt der Teufel, nimm das Leben mit Humor. Komm in die Lebensfreude, komm in neue Leidenschaft. Und wir haben die drei der Schwerter. Hier kann es um Überwindung von Liebeskummer gehen, um Überwindung von Leiden und vielleicht habt ihr euch auch in Dreiecksbeziehungen verstrickt. Das könnte sich hier in der ersten Aprilhälfte sehr stark zeigen. Und wir schauen uns natürlich aber wie immer die Details im keltischen Kreuz mit den Zigeunerkarten an, was ich euch genau zeigen möchte. Hier geht's los mit der Eifersucht. Ja, also vielleicht ist Eifersucht in eurem Leben ein großes Thema, das euch unsicher macht und das könnte ein Dämon in euren Inneren sein, den ihr zu wandeln habt. Ja, vielleicht führt euch hier der Teufel immer wieder auf die Probe oder zu euren Proben. Vielleicht habt aber ihr auch Neider in eurem Umfeld, weil ihr das Leiden überwunden habt. Ja, schaut mal, auf welcher Seite ihr steht. Seid ihr eifersüchtig oder sind es die anderen auf euch? Wir haben das Geld und den Dieb. Ja, also hier kann es um finanzielle Themen gehen, um den Selbstwert gehen. Vielleicht ist euch hier jemand neidisch und will euch das Geld regelrecht aus der Tasche ziehen. Vielleicht seid aber auch ihr hier die Schmarotzer und liegt bestimmten Menschen auf der Tasche. Bitte seid hier sehr ehrlich mit euch. Hier mit der Eifersuchtskarte könnte euch auch jemand beobachten oder ihr beobachtet jemand. Also schaut mal, wie sich das bei euch abspielen könnte. In Gedanken habt ihr die Beständigkeit. Vielleicht wollt ihr hier finanziell ankommen, beruflich ankommen, das große Geld verdienen und nicht mehr nur die kleinen Münzen rumschieben. Vielleicht seid ihr davon müde. Hier habe ich aber das Gefühl, dass ihr euch selbst im Weg stehen könntet, im Leben überhaupt Fuß zu fassen, anzukommen, Wurzeln zu schlagen. Vielleicht sucht ihr euch hier unbewusst immer das gleiche, selbe alte Leiden aus und es ist Zeit, eine Wiederholungsschleife zu durchbrechen. Ja? Im Unterbewusstsein haben wir das Kind. Hier wartet ein Neubeginn auf euch, der ist aber noch nicht reif, da im Unterbewusstsein liegt. Es kann sein, dass es um eure Kinder geht. Ja? Es kann sein, dass ein Kinderwunsch im Unterbewusstsein sich zeigen will, ja, und ihr seid unsicher. Entspricht das überhaupt meinem Naturell? Ja? Die Vergangenheit zeigt Treue auf. In der Vergangenheit habt ihr gelernt, euch selber treu zu werden, habt ihr loyale Verbindungen gepflegt, ja, und in nächster Zukunft geht es um das kleine Geld. Ja? Vielleicht habt ihr hier Wünsche und wollt zu schnell, zu groß hinaus. Also die Beständigkeit. Wie kommt man zur Beständigkeit? Mit kleinen Schritten zum Erfolg, mit langem Atem. Und es geht mit Sicherheit um die Falschheit.
Also hier wollen Kindheitsthemen angeschaut werden. Ja? Also das können auch innere Kindthemen sein mit der Karte dem Kind, die ein Unterbewusstsein brodeln, die euch hier auf die Probe stellen, nicht mehr dieselben falschen Muster, nicht mehr das Leiden immer wieder von Neuem zu wiederholen. Und euer Umfeld hat die Karte Gedanken. Vielleicht macht man sich hier Gedanken über euch oder ihr macht euch Gedanken um euer Umfeld. Hier geht es darum, Selbsterkenntnis zu pflegen. Aber das spricht jetzt mehr für euer Umfeld, dass ihr in einem Umfeld seid, wo das praktiziert wird. Es kann aber auch sein, dass ihr euch in einem Umfeld aufhaltet, wo Wissen im Vordergrund steht. Studium, neue Ausbildungen. Ihr hofft oder befürchtet den Verdruss. Vielleicht wollt ihr hier auch eine neue Ausbildung machen und denkt euch, dieses Geld könnt ihr gar nicht aufbringen. Müsst ihr diesen Kurs, diese Weiterbildung machen oder gibt es auch eine andere Möglichkeit? Oder habt ihr vielleicht schon so viel Wissen euch angeeignet und ihr habt ständig das Gefühl, es ist noch nie genug? Ja? Wo geht's hin? Zum Besuch, zum Geschenk und zur unverhofften Freude. Hier kommt es zu einem Treffen, das für euch wie ein Geschenk wirkt und ihr habt damit überhaupt nicht gerechnet. Es kann auch sein, dass hier partnerschaftlich jemand sich hier nicht binden möchte. Auch das kann ein Geschenk sein. Ja? Auch das kann euch vom Hocker hauen. Vielleicht will jemand nur eine Freundschaft, wo ihr gedacht habt, ihr müsst diese Person vielleicht gleich heiraten. Ja? Jedenfalls kommt hier ein wunderbares Treffen zustande. Vielleicht bekommt ihr arbeitstechnisch auch viele neue Termine, die ihr als Geschenk, als unverhofftes Geschenk betrachten dürft. Es kann sein, dass ihr Besuch bekommt und jemand will euch überraschen mit einem Geschenk. Also das sind sehr, sehr tolle Botschaften, sehr starke Botschaften. Und unter dem Deck haben wir den Witwer. Hier kann es sein, dass ein Mann im Reifeprozess ist, dass ihr selber als Mann im Reifeprozess seid, dass ihr hier einer Prüfung unterzogen werdet, was das Thema innere Dämonen und Leiden anbelangt oder ihr als Frau habt mit so einem Mann zu tun. Da wir ja die inneren Kindthemen hatten, kann es aber auch sein, dass es hier mit der männlichen Ahnenlinie zu tun hat oder mit einem Vaterthema. Ich erinnere mich bei der April-Grundlegung, dasselbe Thema erwähnt zu haben. Also das wird sich hier in dieser Zeit kristallisieren. Und wir schauen uns zum Schluss noch ein Krafttier für euch an, das euch in dieser Zeit begleitet. Das ist der Affe. Der Affe lehrt euch Wendigkeit, nicht starr zu denken. Wenn ihr in einem Umfeld seid, wo nur eine Meinung gilt, seid ihr fehl am Platz. Also hier ist wichtig, sich mit verschiedenen flexiblen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Ja, also der Affe, der kann eine Sache auf verschiedene Art und Weise bewältigen. Ja, also der ist flexibel, der ist wendig und ist kreativ. Ja, also ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Legung inspirieren. Danke euch wie immer für jeden Like, für jedes neue Abo, das eingeht. Für private Legungen und freiwillige Spenden findet ihr die Infos wie immer unten in der Box. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Alles Liebe, eure Sandra.